sicher. Er weiß, dass er außergewöhnlich gut trainieren kann. Er weiß, dass er sich über lange Erfahrung, über lange Jahre die Erfahrung gesammelt hat. Und er traut es sich zu. Das hat man ihm ganz klar angemerkt. Eine Sache ist, er ist keiner, der eigentlich so ein Retter ist. Sondern er ist einer, der eine gewisse Zeit braucht, weil er konkrete Vorstellungen hat, die er im Training umgesetzt sehen will. Deshalb glaube ich, schafft er es jetzt, die ersten 2, 3 Spiele zu überstehen, dass er noch Trainer ist. Dann bin ich mir sicher, weil die ganzen Jahre, wo ich ihn verfolgt habe und da ich ihn ziemlich gut kenne, hat mich immer interessiert, hat er immer was zustande gekriegt. In den Jugendmannschaften ist ja jedes Jahr eine hohe Fluktuation. 7 Spieler werden älter, gehen weg. Du brauchst wieder eine neue Mannschaft. Und da habe ich oft gedacht, oh, dieses Jahr, Frank, wird es eng. Ne? Da hast du aber Pech, schlecht ein Jahr lang. Er hat immer was hingekriegt und jetzt auch wieder bei der U23. Wieder ist er mit ganz jungen Leuten, ganz vielen neuen Leuten, ist er wieder Vierter. Also ich glaube, wenn er es jetzt schafft, die nächsten 3 Spiele zu überstehen, dass sie jetzt nicht gegen Hamburg verlieren oder in Nürnberg, dann wird es direkt wieder eng. Dann bin ich mir sicher, dass er sich als Bundesliga-Trainer nicht nur beim FC, sondern generell durchsetzen wird.